ようこそ、ケンアデベユニバース。Bankai, die mächtigste Fähigkeit der Shinigami. In der Blitz-Story haben wir schon viele krasse Bankais gesehen. Aber was ist die Creme de la Creme? Welche Bankais sind die stärksten und unfairsten? Heute gibt es die Top 10 stärksten Bankais. Let's get it! Bankai ist für die Shinigami, die ein Zanpakutō besitzen, die ultimative Fähigkeit. Hiroichi meinte, dass ein Bankai einen 5 bis 10 Mal stärker macht. In diesem Video werden wir besprechen, was die stärksten Bankais sind, mit einer kleinen Bedingung, die das Ganze etwas spannender macht. Bevor wir dazu kommen, lasst uns die 150 Likes und 1000 Aufrufe wieder knacken. Wenn du dich für Anime, Power Level, Wizards Battle und Power Scaling interessierst, dann abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Über 70% Zuschauer schauen meine Videos ohne abonniert zu haben, das ist viel zu viel. Wenn du schon mal hier warst und ich dir öfters vorgeschlagen werde, heißt das, dass du Bleach feierst und dir mein Content gefällt. Dann abonniere doch kostenlos meinen Kanal. An die 28,8%, danke für euren Support. Die kleine Bedingung, die das alles ein bisschen spannender macht, ist, dass wir in dieser Topliste alle gleich stark machen, sodass derjenige gewinnt, der wirklich das stärkste und unfairste Bankai hat. Platz Nummer 10, Kyorakujiro Soususa Shunzui. Sein Bankai, Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju. Er streckt sich über 4 Akte. Shunzuis Bankai ist wie ein Drama aufgebaut. Es besteht aus 4 Akten, wie man es vom Kabuki-Theater kennt. Akt 1, Tamerai Kitsu, das Teilen von Wunden. Alle Wunden, die ihm von Gegner zugefügt wurden, erscheinen auch auf den Gegner. Egal ob der Gegner wie im Fall von Rije durch nichts verletzt werden kann. Akt 2, Sanki no Shitone. Der Gegner wird vergiftet. Akt 3, Dangyo no Fuchi. Er taucht seinen Gegner im Wasser, bis das Reazo von einem der beiden ausläuft. Man kann aus dem Wasser auch nicht fliehen, das heißt, dass er den Raum manipuliert. Okay, wer kann mir jetzt nachsprechen? Final Act, Itokori Basamishizumi no Nodobue. Mit dieser Attacke schlitzt er Rijibarus Kehle auf, obwohl er immun gegen alle Waffen ist. Shunzuis Bankai ist sehr OP, er kann auch in seinen Bankai gehen, wenn er praktisch schon fast besiegt ist. Aber Platz Nummer 9 ist mir dann doch etwas unfairer. Platz Nummer 9, Sajin Kumamura, Bankai, Kokujo Tengen yo, Dangai jo. Dieses Bankai macht Sajin wortwörtlich unsterblich, indem er sein Herz dem Beast-Oberhaupt, den Sajin Kaido, Ojisama nennt, durchläuft Sajin eine menschliche Metamorphose, die ihn in einen Menschen ohne Herz verwandelt. Das erinnert mich sehr stark an Obito. Das Tengen-Nyo ist eine Rüstung, die zum Leben erweckt. In der Dangai-Jo-Form legt er diese Rüstung ab und es bleibt nur Reazu übrig. So wird er für eine kurze Zeit unsterblich und kann seine Gegner zerstören. Dass Reazu kein Leben hat, wird auch von den neuen Chaptern bestätigt. Da wurde gesagt, dass das Reazu der gefallenen Shinigami in den Boden der Soul Society kehrt. Wenn wir schon bei Unsterblichkeit sind, ist Platz Nummer 8 unfairer als Sajin. Platz Nummer 8, Unohana Retsu, Bankai, Minazuki. Unohana kann mit ihrem Bankai tödliche Verletzungen sofort heilen. Unohana konnte das zwar schon in ihrem Shikai, aber das Bankai verstärkt diese Fähigkeit nur mehr. So hat sie im Kampf gegen Kenpachi, Kenpachi mehrere Male getötet und wieder zurückgeholt, damit Kenpachi seine alte Stärke wieder erlangt. Wenn Shinigamis einen tödlichen Kampf überleben, steigt ihr Reazu-Level, genau wie bei den Saiyajins mit ihrem Zenkai-Boost. Wenn Unohana Kenpachi heilen kann, kann sie es auch mit sich selbst. Unohana ist sozusagen Sajin aus Steroide. Wer besiegt die Unsterblichkeit? Ganz einfach, Platz Nummer 7, Toshiro Hitsugaya, das Wunderkind. Wenn sein Timer abläuft, wenn der letzte Eiszapfen abgebrochen ist, kann er die wahre Kraft von Daigonin Yorinmaru erwecken. In dieser Form kann er das Shikai Hyokutsu. Innerhalb von 4 Sekunden wird er dich mitsamt deiner Fähigkeiten erlangen. So konnte er Gerards Schwert Hoffnung einfrieren. Wenn man Hoffnung eigentlich beschädigt, kommt der Schaden auch auf den Gegner, wie wir es bei Kenpachi sein. Aber Toshiro kann mit seinem Shikai Hyokutsu Fähigkeiten nullifizieren. Wer ist über einen, der deine Fähigkeiten unbrauchbar macht? Platz Nummer 6, Yamamoto. Wir alle kennen sein mächtiges Bankai, Sankadotachi. In seinem Bankai hat er 4 Attacken, die nach den Himmelsrichtungen benannt sind. Osten, Sankadotachi, Higashi, Kyokuji, Chujin. Er konzentriert alle Flammen von Rinjijaka in sein Schwert, was jeden, den es berührt, in Asche verwandelt. Westen, Sankadotachi, Nishi, Sanzichi, Gokui. Flammen umgeben Yamamoto, die so heiß sind wie die Sonne. 15 Millionen Grad heiß. Süden.
残花の立ち南学科自慢の講師大僧人。Er holt Skelette durch Ruijin Jaka besiegt wurden von der Erde. Diese überrannten den Gegner. Einzelne Skelette kann er auch entlarven und seinen Geliebten zeigen, so wie er es bei Fake Yowach getan hat. Norden, Sanka no Tachikita, Kenshi Kaiji. Ein mächtiger Hieb, was den Gegner zerstört. Eine Hakai-Technik. Toshiros Fähigkeit ist eigentlich krasser, aber er braucht eine 4-sekündige Vorbereitungszeit. In dieser Zeit wird Toshiro verbrannt. Könnte Toshiro das Shikai Hyoke zu direkt verwenden, wäre er viel höher in dieser Liste. Platz Nummer 5, Urahara Kisuke. Bankai Kanonbiraki Binihime Aratame. In seinem Bankai kann er mit Hilfe seiner Fäden alles rekonstruieren. So konnte er sein Augenlicht wiederherstellen, als Ash gegen ihn mit Gifte-Ring erblinden ließ. Urahara kann Lebewesen, Objekte und Attacken rekonstruieren. So kann er sich eine höhere Angriffskraft und Verteidigung geben. Theoretisch könnte er auch Zanpakuto so rekonstruieren, dass sie nicht mal von den Shinigamis benutzt werden können. Wir haben ja schon gesehen, dass er andere Lebewesen rekonstruieren kann. Ein Zanpakuto ist nichts anderes als eine Erweiterung von einem selbst. Urahara könnte also easy Zanpakuto einfach unbrauchbar machen. Uraharas Fähigkeiten erinnern mich ein bisschen an Laws Fähigkeiten. Welche Fähigkeit ist kranker, als alles zu rekonstruieren? Platz Nummer 4, Mayuri Kurosuchi. Da wo Urahara ist, ist Mayuri nicht weit entfernt. Bankai. Mayuri hat im Thousand-Year Blood War Arc sein Bankai verändert, der erste Shinigami, der sowas geschafft hat. Mayuri sammelt Informationen im Kampf und gibt es dann an sein Bankai weiter. Dieses Bankai gebärt dann einen perfekten Konter zu der Fähigkeit von dem Gegner. Sagen wir mal, du hast ein Eis-Zanpakuto, dann würde Mayuris Bankai ein Feuer-Zanpakuto gebären, was stärker als dein Eis-Zanpakuto ist. Dieses Bankai ist schon ganz cool und so, aber die Konzepte der Welt verändern zu können ist etwas krass. Bankai Shirafude Ishimonji. Platz Nummer 3, Ichibei Hyusbe, der Mönch. Ichibei kann in seinem Bankai Konzepte manipulieren. Er kann dir einen Namen und dessen Eigenschaften geben. Wenn du zum Beispiel übertrieben stark bist, benennt er dich einfach nach Jennifer Lawrence und du bist nicht mehr stark, sondern heiß. Itadori gefällt das. Das heißt aber auch, dass du genauso stark und schnell wie Jennifer Lawrence bist. So hat er zum Beispiel Yuwach nach einer Ameise benannt. Was ist stärker, als die Konzepte manipulieren zu können und einen so heiß zu machen wie Jennifer Lawrence? Minus 273,15 Grad. Die Hardcore-Bleach-Fans wissen ganz genau, was das ist und wer damit gemeint ist. Platz Nummer 2, Rukia Kuchiki. Das wird jetzt einige überraschen. Selbst mich überrascht das, sie war vorher auf Platz 7 oder so. Aber lass es mich erklären. Minus 273,15 Grad oder 0 Kelvin wird in den Naturwissenschaften der absolute Nullpunkt genannt. Bei dieser Temperatur bewegt sich kein einziges Molekül. Rukia kann mit dieser Temperatur angreifen. Sie erreicht diese Temperatur eigentlich schon in ihrem Shikai, aber im Bankai ist es nochmal stärker. Nicht exakt stärker, sondern der Radius der Attacke vergrößert sich. In ihrem Shikai kann sie nur eine Person einfrieren, aber im Bankai ein ganzes Areal. In meinem Goethe 13 Video habe ich gemeint, dass die Bankai die Temperatur noch kälter macht, aber das widerspricht den Naturgesetzen. Es ist wahrscheinlicher, dass Rukias Bankai ihre Shikai-Fähigkeit einfach nur vergrößert, als dass man sagt, dass sie unter den absoluten Nullpunkt geht. Der Grund, warum Rukia so weit oben ist, ist, weil die Bankai sofort passiert. Sie geht in ihr Bankai und alles wird sofort eingefroren. Es ist so gesehen Toshiros Shikai Hyoketsu ohne Zeitlimit. Wenn der absolute Nullpunkt erreicht wird, kann sich kein Molekül mehr bewegen. Das heißt, dass alles nutzlos wird, wenn man von Rukias Bankai getroffen wird. Also wenn sie dich angreift, wirst du auch dich nicht mehr bewegen können, außer du hast direkte Resistenzen gegen diese Fähigkeit. Und da wir sowieso alles Equal Stats machen, ist Rukia verdient auf den zweiten Platz. Alle anderen in dieser Liste müssen erst angreifen, bevor sie Schaden machen. Rukia macht es schon während sie Bankai geht. Sie richtet ihr Schwert auf dich und geht Bankai. Hakano Togame. Wer besiegt Rukias Bankai? Bankai Fushino Kojo. Platz Nummer 1, Shuhei Hisagi. Und es ist nicht mal close. Sein Bankai kam in der Novel Can't Feel Your Own World vor. Am Horizont errichtet sich eine schwarze Sonne voller Ketten.
Ketten umgeben Hisage und seinem Gegner. Die Ketten binden sich jeweils an Hisaki und dem Gegner. Er setzt das Reazu von ihm und dem Gegner gleich. Wenn der Gegner Hisage verletzt, wird das Reazu des Gegners benutzt, um ihn zu heilen. Dasselbe gilt für Hisagi. Wenn er den Gegner verletzt, wird sein Reazu genutzt, um den Gegner zu heilen. Es ist egal, welche Verletzung. Hikono hat Hisagi in zwei geteilt und er kam zurück. Das Ganze geht so lange, bis beide kein Reazu haben und sterben. Der Gegner kann nicht ausbrechen, von außen kann nicht eingedrungen werden. Wenn Rukia und Hisagi gleichzeitig ins Bunker gehen, wird Hisagi mit Rukias Reazu geheilt. Da das Hakano Togame, Rukia sehr belastet, wird Rukia durch den Reazu Verbrauch, um Hisagi zu heilen, sofort sterben. Wenn wir Hisagi eine Tötungsabsicht und Equal Stats geben, hat sein Bunker die unfairste Fähigkeit meiner Meinung nach. Platz Nummer 0, Sosuke Aizen. Ja Leute, in jedem Bleach-Video muss Aizen mindestens einmal vorkommen. Aizen hat im Arankahak die Gurte 13 in seinem Shikai auseinandergenommen. Da stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn Aizen ins Bankai gehen würde? Ja, die Welt würde untergehen. Bis jetzt ist sein Bankai unbekannt und wenn wir ehrlich sind, er braucht auch keins. Gegen Yuwach wäre der perfekte Moment gewesen, es einzusetzen. Da er es nicht getan hat, bedeutet es zwangsläufig, dass wir es nie sehen werden. Außer es kommt ein Gegner, der stärker als Yuwach ist, was ich sehr bezweifle. In seinem Shikai Kyokasuigetsu manipuliert er alle Sinne und führt so seine Gegner in die Irre. Ich denke, dass er in seinem Bankai seine Illusionen zur Realität werden lassen kann, so wie Grammys Fähigkeit The Visionary. Was glaubt ihr, was Aizens Bankai ist? Schreibt es in die Kommentare. Das waren meine Top 10 Bankais, wenn wir nur nach Fähigkeiten gehen. Und wie immer im Bleach sind einzelne Plätze auf jeden Fall debatable. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Natürlich würde diese Liste komplett anders aussehen, wenn wir nach Pietz gehen würden. Das wird jetzt eure Aufgabe sein. Stellt mal euer Wissen auf die Probe und schreibt in die Kommentare, wie diese Liste gerankt werden würde, wenn man nach Pietz geht. Ich schreibe meine in die Kommentare. Viel Spaß beim Debaten. Ein kleiner Nebenfakt. Alle Charaktere, die weit über Rukia und Yamamoto scalen, können diese krassen Temperaturen einfach aushalten. Also zum Beispiel ein Ichigo könnte dann in einem anderen böses Battle Temperaturen bis zum Nullpunkt auf jeden Fall aushalten und darunter, obwohl das gar nicht geht. Das ist die Konsequenz, wenn man die Bleach-Charaktere so OP macht. Ichigo könnte Temperaturen heißer als die Sonne aushalten. Das ist die Macht vom Scaling. Es gibt noch andere kranke Bankais, die einen Platz auf dieser Liste verdienen, wie zum Beispiel das Bankai von Soya Asashiro, der 8. Kenpachi, und Kuroyashiki, der 7. Kenpachi. Aber ich wollte in dieser Liste nur Charaktere erwähnen, die auch alle kennen. Wenn ihr Videos zu den Kenpachis haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Jo, das war's mit dem Video. Wie fandet ihr das Video? Wollt ihr mehr Top-Listen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Das supportet den Channel sehr. Wie gesagt, über 70% sind nicht abonniert. Wenn du bis hierhin gekommen bist, solltest du echt abonnieren. Die nächsten Wochen werden wilde Sachen kommen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr Mitglied werden auf meinem Kanal. Ihr habt dieselben Vorteile wie auf Patreon. Was heißt, ihr könnt mir auch auf Patreon folgen. Bis jetzt sind schon 5 Podcast-Folgen draußen. Auf meinem Zweitkanal habe ich die 5. Podcast-Folge schon hochgeladen. Checkt es ab und abonniert auch mein Zweitkanal. Auf mein Zweitkanal wird auch in Zukunft mehr Content kommen. Wenn ihr nicht unbedingt ein Abo abschließen wollt, könnt ihr mir auch auf PayPal spenden. Das supportet den Channel sehr. Tritt in mein Discord bei und folgt mir auf Instagram, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Ciao.